Du betest fünfmal am Tag. Du besuchst regelmäßig die Moschee, Masha'Allah. Du liest den Koran, fastest freiwillig und spendest von deinem Vermögen. Du redest mit anderen über den Islam. Und wenn es dir möglich ist, fährst du zu Hajj. Andere sehen dich als Vorbild. Sie nennen dich schon Hodja. Aber Yawmul Qiyamah wirst du nach deinen guten Taten suchen. Doch du wirst nichts vorfinden. Und dann stehst du vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und du wirst feststellen, deine Taten wurden nicht angenommen. Stellt euch diesen Moment vor, liebe Geschwister. Wieso hat Allah azza wa jal unsere guten Taten nicht angenommen? Der einzige Grund war fehlende Aufrichtigkeit. Als wir gebetet haben, waren es nur Bewegungen. Als wir den Koran gelesen haben, waren es nur Lippenbekenntnisse. Als wir Geld gespendet haben, suchten wir die Anerkennung der Leute. Wir taten all diese Dinge, ohne aufrichtig zu sein. All das Gute, das du getan hast, hast du nur getan, um die Menschen zu beeindrucken. Damit sie dich loben, damit sie dich schätzen, damit sie gut über dich reden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wahrlich, auch am Vieh habt ihr eine Lehre. Wir geben euch von dem zu trinken, was in ihren Leibern ist. Zwischen Kot und Blut ist reine Milch. Und es ist angenehm zu trinken. Allah subhanahu wa ta'ala benutzt hier das Wort Khalisan. Und Khalisan bedeutet, etwas in Reinheit zu bringen. Also zwischen Kot und den ganzen Gedärmen eines Tieres bringt Allah subhanahu wa ta'ala reine, weiße Milch zum Trinken hervor. Auf dieselbe Weise verlangt Allah von uns, dass wir zwischen all dem Druck der Gesellschaft, zwischen all den Blicken der Menschen, reine Absichten hervorbringen und nur sein Wohlgefallen anstreben. Allah verlangt von uns 100%ige Aufrichtigkeit ihm gegenüber. Nicht 95, auch nicht 99%. Um das zu erfüllen, müssen wir uns stets hinterfragen. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala mit Bewusstsein anbeten, mit Rechtschaffenheit, mit Aufrichtigkeit, mit Wahrhaftigkeit. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat uns vor der Augendienerei gewarnt. Er alaihi salatu wassalam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala wird am Tage der Auferstehung, wenn den Menschen ihre Belohnung für ihre Taten gegeben wird, sagen, geht zu denen, für die ihr im irdischen Leben eure Taten verrichtet habt und schaut mal, ob ihr eine Belohnung von ihnen bekommt. Wenn wir über Probleme reden, dann sollten wir auch ihre Ursachen untersuchen. Daher habe ich eine Frage an euch. Wieso sucht der Mensch nach Anerkennung? Nun ja, wir leben in einer ich-bezogenen Gesellschaft. Jeden Tag wird uns beigebracht, dass sich alles um uns drehen muss. Du sollst im Mittelpunkt stehen. Du musst dich verkaufen können. Du musst dein Image pflegen und aufpolieren. Du musst diesen und jenen Körper haben. Du musst dein Leben zur Schau stellen, damit prahlen, damit andere beeindruckt sind. Du musst die Aufmerksamkeit der Menschen auf dich lenken. Du musst cool wirken. Es entsteht eine Gier nach Aufmerksamkeit. Es fängt in der Schule an. Man will die ganze Zeit Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Jungs spielen den Clown in der Klasse, weil sie bei den Mädchen cool wirken wollen. Die Mädchen taken sich schon in jungen Jahren auf, um die Aufmerksamkeit der Jungs zu bekommen. Und wenn man älter wird, kriegt man von den Medien genau dieselben Ideen mit. Mit YouTube, Facebook und Instagram haben wir die besten Möglichkeiten, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf uns zu ziehen. Man dreht Videos, lädt sie hoch, um berühmt zu werden. Man inszeniert sein eigenes Leben. Tut man es nicht, kommt man sich wie ein Versager vor. Menschen teilen ihr ganzes Leben mit dir. Es ist nicht mal ihr echtes Leben, sondern nur ein inszeniertes. Diese Art zu leben nimmt Einfluss auf unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ich möchte, dass ihr euch noch einmal diesen Moment vorstellt. Wenn ihr Yawm al-Qiyamah da steht und nach euren guten Taten Ausschau hält und ihr nichts vorfindet, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Jeden von uns. Allahumma amin.